Unsere Erde, unsere Welt. Für uns scheint sie alles zu sein. Alles, was wir Leben nennen. Dabei ist das, was wir wahrnehmen, nur ein kleiner Teil. Die physische Welt. Die Welt hinter der Welt, die metaphysische Welt, ist ebenso unsere Heimat, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Vieles ist offensichtlich. Aber auch das Unsichtbare, das für unsere Sinne nicht wahrnehmbare, gehört zu unserer Welt. Denn die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge. Wir sehen mit unseren Augen, hören mit unseren Ohren. Mit ihnen und unseren anderen Sinnen nehmen wir unsere Umwelt über unsere physischen Kanäle wahr. Wir verfügen aber noch über andere Sinne, um tiefer zu fühlen und wahrzunehmen. Unsere Erde ist nicht nur ein blauer Planet. Sie, Gaia, ist ein lebendiger Organismus, in dem alles, was auf, in und über ihr lebt, miteinander verbunden ist. Die Wurzeln unserer ökologischen und ökonomischen Krise liegt in unserem Welt- und Menschenbild. Alles ist eine Ressource. Die Menschen als Human Resource, die Natur als unendliches Rohstofflager, die Pflanzen und Tiere als unendliches Nahrungsreservoir. Doch immer klarer wird, dass unsere Ressourcen begrenzt sind. Wir brauchen andere, neue Werte, neue Lebensformen, neue Visionen. Die einzige Ressource, die uns das bieten kann, sind das Wissen und die Weisheit unseres kulturellen Erbes. Geomantie ist ein Weg, altes Wissen in ein neues Bewusstsein zu heben. Geomantie ist ein Weg zu einer neuen Herzenskultur. Hans Hansen, der, mit dem die Erde spricht. Hans wird uns in diesem Film vom Sichtbaren zum Unsichtbaren führen. Er wird uns helfen, die Erde wieder als lebendiges Wesen wahrzunehmen und uns die Grundzüge ihrer Kommunikation vermitteln. Hans wurde 1946 auf einem Bauernhof in Angeln in Schleswig-Holstein geboren. Der Hof war seit 1670 im Besitz der Familie Hansen. Er wurde als ganzheitlicher Bauernhof bewirtschaftet. Es gab neben den Feldern einen Hofladen, Käs- und Kartoffelkeller, Räucherkammer, Bäckerei, Heuboden, Kuh- und Pferdestall und eine Ziegelei. Sein Vater war sehr sensitiv und zeigte ihm die geheimnisvollen Zusammenhänge zwischen Himmel und Erde. Ein Wissen, das weit über die Kenntnisse der normalen Landwirtschaft hinausging. Hans übernahm den Hof 1970 und stellte 1979 auf biodynamische Bewirtschaftung um. 1983 erhielt der die Anerkennung als Demeter-Hof. Die Demeter-Landwirtschaft begreift den landwirtschaftlichen Betrieb als einen lebendigen und individuellen Organismus, der auch von nichtmateriellen Einflüssen bestimmt wird. Diese Einflüsse werden als dynamisch verstanden. Ja, das hängt damit zusammen, dass meine Kinder an die Waldorfschule in Flensburg gegangen sind und ich mich mit der Anthroposophie damals beschäftigt habe und die mir sehr zugesagt hat und die Beschreibung Rudolf Steiner viel mit meinen Wahrnehmungen übereinstimmen. Und ich habe damals den landwirtschaftlichen Kurs gelesen und da steht vieles über den Hoforganismus drüber und die ganzen Zusammenhänge damit. Und das war völlig einleuchtend für mich. Und dass man Präparate anwenden muss, damit es dem Hoforganismus wieder gut geht. Und das war so der Hauptgrund. Und wir haben sehr intensiv auch mit den Präparaten gearbeitet und konnten deutlich auch eine Veränderung auf dem Hof feststellen, dass sich das zum Positiven, die Fruchtbarkeit des Hofes verbessert hat. Bereits 1995 fühlte Hans den inneren Ruf, seiner geomantischen Begabung zu folgen. Doch sollte er wirklich und endgültig den Hof verlassen? Den Familienbesitz aufgeben?
das Land verkaufen, das sie seit vielen Generationen versorgt hatte? Hin und her gerissen streifte er durch Wald und Flur, bis er zur Schlucht kam, in der er sich als Kind so gerne aufgehalten hatte. Er lehnte sich gedankenversunken an eine Esche, als plötzlich ein Reh neben ihm aus dem Gebüsch sprang. Das war für ihn die Botschaft. Geomantie ist dein Weg. Er begann Seminare zu belegen, unter anderem bei Marco Pogacznik und Peter Dawkins, den Koryphäen auf diesem Gebiet. Noch während seiner Ausbildung kam es zu einem weiteren entscheidenden Erlebnis. Nacht für Nacht klopfte eine Schleiereule immer wieder an sein Fenster. Nach der ersten Verwirrung brachte er den Mut auf, die Eule zu fragen, ob sie eine Botschaft an ihn habe. Die Eule bejahte. Sie möchte ihn an die Weisheit der Erde anschließen, an die Weisheit der Geomantie, die bereits in ihm liegt. Hans stimmte sofort zu, sodass ihm nun über Vision und Intuition ein direkter Zugang zu Gaia möglich ist. Seitdem brauchte er darüber keine Bücher mehr zu lesen. Neben Reh und Eule prägte noch ein drittes Erlebnis seine Verbindung zu Gaia. Seit seiner Jugend ging er auf Jagd. Doch nun, als ihm ein Hase vor die Flinte lief, konnte er nicht mehr abdrücken. Es war, als schieße ich auf mich selbst. Ich war der Hase und der Hase war ich. 1993 übergab Hans seinen Hof an die Stiftung Kulturland. Dann, 2002, entschied er sich, die Landwirtschaft ganz aufzugeben, um sich vollständig der Geomantie zu widmen. Vielleicht ist das auch ein Weg für dich. Geomantie ist eine uralte Wissenschaft, die in allen Kulturen vorkommt, so zum Beispiel als Vastu in Indien oder als Feng Shui in China. Auch in Mitteleuropa lebte dieses Wissen bis zur Zeit der Hexenverbrennung und der Inquisition. Hans Hansen sieht die Erde als androgynes Wesen, welches durch das väterlich befruchtende und das mütterlich gebärende Prinzip Vater und Mutter aller Wesen der Erde ist. Und er fasst zusammen. Es gibt auf der Erde verschiedene Bewusstseinsebenen, die von unterschiedlichen Wesen beseelt sind. Von den meisten Menschen können diese allerdings nicht gesehen oder wahrgenommen werden. In der geomantischen Arbeit geht es auch darum, diese Wahrnehmung zu schulen und den geistigen Austausch herzustellen. Zum Wohle aller. In Island zum Beispiel gibt es eine Elfenbeauftragte, die bei Bauvorhaben gefragt wird, ob sich ein Standort eignet oder nicht. Geomanten sind demnach Menschen, welche die Sprache der Erde verstehen können. Sie bedienen sich dazu ihrer fünf alltäglichen Sinne, wie ihrer Hellsinne, und benutzen dazu auch Hilfsmittel wie Rute oder Pendel. Braucht man dazu eine besondere Begabung? Geomantie setzt Begabung voraus und es ist nicht anders wie in der Musik. Wenn man ein Musikinstrument gelernt, wie Klavier, Gitarre oder was auch immer, dann muss man da jeden Tag üben, damit es immer besser und immer besser wird. Und wenn man nicht begabt ist, kann man stundenlang üben und es wird nicht besser. Und wenn man sehr begabt ist, dann braucht man nur ganz wenig üben und das geht von selber. Und so ist es auch in der Geomantie. Wenn man Geomantie machen will, dann muss man ganz feinfühlig sein und seine Gefühle unterscheiden lernen können. Und es gibt Menschen, die weniger feinfühlig sind, andere grobfühliger sind. Und die Feinfühligen, die können also viel schneller Zugang dazu bekommen und mit ihren Gefühlen genau unterscheiden, was hier in der Landschaft los ist und was man machen müsste. Und viele von uns sind bereits Geomanten in spe, auch wenn wir es noch nicht wissen. Denn wir erfassen unsere Umwelt und bilden Analogien. Dieser Stein sieht aus wie eine Schlange und dieser wie ein Adler. Wir reagieren auf Wuchsformen, sehen das Verwunschene, Zauberhafte, Außergewöhnliche.
oder spüren die besondere Ausstrahlung heiliger Stätten. Es gibt Plätze, die wir meiden, Plätze, an denen wir respektvoll innehalten, Plätze, die uns durch ihre Schönheit und Erhabenheit zu Tränen rühren können. Und Orte, in denen wir die Kraft der Erde besonders spüren, wie bei Heilstätten, Kultorten und Kraftplätzen. Welche Orte rufen dich? Was sind das für Energien, die wir spüren? Um diese Energien für unseren menschlichen Verstand begreifbar zu machen, verwendet Hans Begriffe, die wir alle gut kennen, aus den Märchen, Mythen und Sagen, also aus Geschichten, die vom Verborgenen berichten. Zuerst einmal sind hier die Elementarwesen zu nennen. Sie bringen die lebensspendenden Kräfte der vier Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft in alle Lebensformen. Sie sind die vital-energetischen Energien. Die Wesen des Elements Erde arbeiten hauptsächlich am Prozess der Manifestation und Materialisation von Formen. In der westlichen Tradition werden sie meist als Zwerge, Trolle, Kobolde oder Gnome bezeichnet. Wir kennen sie noch aus den Märchen von Heinzelmännchen. In Südafrika kennt man sie als Tokolosch, in Dänemark als einen Weihnachtswichtel namens Nisse, in Schweden als den Jultomte. Sie sorgen dafür, dass Samen keimen, sich Wurzeln bilden und Pflanzen sprießen können. Außerdem sind sie für die Bildung von Mineralien, Erzen und die Lenkung der Erdkräfte zuständig. Unter ihnen findet man ganz alte Zwerge, die sehr weise sind. Man kann sie über alle irdischen Dinge befragen. Es gibt auch Wesen, welche die Liebe der Erde verkörpern. Sie können einem viel Trost und Urvertrauen schenken. Man erkennt sie an den Wuchsformen der Bäume, den alten Weisen an kopfförmigen, die liebende Alte an bauchigen Geschwülsten und Toren am unteren Teil des Baumstammes. Die Wasserwesen sind Nymphen, Nixen, Undinen und der Nöck. Wir erleben sie in unterschiedlicher Form, vom Säuseln des Bachs bis zum Donnern eines Wasserfalls, vom sanften Flüstern der Quelle bis zur aufbrausenden Brandung. Sie sind scheu, aber hilfsbereit. Es gibt unzählige Geschichten, in denen Seefahrer von Nixen vor dem Ertrinken gerettet werden. Die Wasserwesen erlebt man auch in Regentropfen und in den Eiskristallen. Sie sorgen dafür, dass alles im Fluss ist und alle Wesen mit der ätherischen Kraft des Wassers versorgt werden. Sie benässen die Pflanzen mit erfrischenden Tautropfen. Die Wasserwesen sind hochsensible Gefühlswesen. Das reicht von himmelhoch jauchzend bis traurig tief betrübt. Je besser das Wasser fließen kann, umso besser ist auch ihre Stimmung. Über allem steht dabei der Wassergott Poseidon, der für alle Wasserwesen zuständig ist. Die Feuerwesen sind mächtig, dynamisch und freiheitsliebend. Ständig wechseln sie die Form, doch manchmal kann man sie auch in einem Lagerfeuer erblicken. Dann schießen Blitze aus ihren Augen. Hier spielen die großen Themen der Umwandlung, der Transformation von Altem und dem Wiedereinbringen in den Kreislauf eine Rolle. Die Feuerwesen bezeichnen wir als Drachen und Salamander. Anhand der wie geflammt wachsenden Äste eines Baumes kann man sie erkennen. Den Verlauf einer Feuerlinie markiert die linienförmige Anordnung der Baumstämme. Es gibt noch eine andere Art von Feuer, welches aus dem Kosmos kommt. Es wirkt befruchtend auf alle Wesen der Erde und steht für das Werden. Das irdisch-elementare Feuer dagegen steht für das Vergehen.
Das Leben auf der Erde ist nur dann im Fluss, wenn es werden und vergehen kann. Solange unsere Hände voll sind mit Altbewährtem, kann dort auch nichts Neues hineingelegt werden. Das bedeutet, wenn wir an alten Dingen festhalten, sind wir nicht im Fluss. Wir stagnieren, degenerieren und finden das Leben öde, weil uns keine neue Lebenskraft zufließen kann. Die Luftwesen sind die Feen, Elfen und die großen Sylphen. Wir kennen sie genau, wenn wir zum Beispiel aus einem dunklen Wald in eine Lichtung treten. Wenn wir Vogelgesang oder Beethovens Neunte hören, spüren wir, wie sie tanzen. Diese kleinen Wesen mit spitzen Ohren und Schmetterlingsflügeln, umgeben von einer Wolke aus Lichtsternenstaub. Ihre Aufgabe ist es, durch ihre Energie den Pflanzen zu helfen, Blätter, Knospen und Blüten zu bilden. Sie wollen uns Leichtigkeit und Freude, Frohsinn und Offenheit vermitteln. Sie lassen Äste so wachsen, dass sie ein Auge bilden. Daran kann man sie gut erkennen. Die großen Sylphen sind für das Wetter zuständig. Mit ihrem Wind reinigen sie die Atmosphäre. Diese mythologischen Wesen, die sind sehr damit beschäftigt, uns auch zu helfen, jetzt wo die Erde sich wandelt. Und die Einhörner können uns dabei helfen, mehr in die Leichtigkeit zu kommen. Die Zentrauen können uns dabei helfen, bodenständig zu werden und uns mit unserer Weisheit zu verbinden. Und Pegasus ist zum Beispiel ein Wesen, was uns helfen kann, uns von unseren tiefsten Ängsten zu befreien. Die können wir ihnen übergeben und er nimmt sie mit hoch zur Sonne und dort werden sie gewandelt. So viele Wesen, werden nun manche sagen. Gibt es da eine Verständigung, eine Zusammenarbeit? Oder macht jeder, was er will? Die übergeordneten Wesenheiten der Landschaftsengel empfangen die himmlische Energie und verteilen diese so, dass die vier Elemente im Gleichgewicht sind und bleiben. Ihr Tempel umfasst einen Bereich von ca. 30 Kilometern. Sie müssen an einem Ort gut ausbalanciert sein. Im besten Fall sind ihre Energien gleich stark vertreten. Wenn es aber dort zu heftigen Konflikten kam, wie zum Beispiel auf einem Kriegsschauplatz, beherrscht das Element Feuer diesen Ort. Hier fehlt das Element Luft für die Reinigung der Atmosphäre, das Element Wasser für den sanften Fluss der Harmonie und das Erdelement mit seiner Weisheit und Liebe. Ein Geomant kann diese Ungleichgewichte wieder in Balance bringen, denn er spricht mit den Hütern. Er bittet die Hüter der Elemente, diese wieder auszubalancieren. Zudem bittet er die Ober- und Unterwelthüter um Gleichgewicht ihrer Energien. Dabei ist der Unterwelthüter das Verdauungsorgan der Erde, welcher dafür sorgt, dass alles vergeht. Der Hüter der Oberwelt dagegen ist die aufbauende Kraft der Natur und bildet aus dem Verdauten etwas Neues. So entsteht ein Kreislauf von Werden und Vergehen, das es uns ermöglicht, zu leben. Dieser Prozess läuft nicht nur bei den Elementen so ab, sondern auch bei den geistigen Aspekten und ebenso auf den mentalen und emotionalen Ebenen. Diese sind besser bekannt als die Gitternetzlinien. Drei Gitternetze, die durch unsere Gedanken und Gefühle entstehen, beeinflussen uns auf der mentalen und emotionalen Ebene. Ja, Gitternetze sind ja auch bekannt, das Hartmann Curry oder Banker Gitternetze, die sind nach ihren Entdeckern benannt worden und haben die für Erdstrahlen gehalten, wir Geomanten nehmen die aber anders wahr. Für uns ist das Hartmann Gitter die kollektive mentale Ebene, mit der wir alle miteinander vernetzt sind. Und das Curry-Gitternetz, die kollektive Gefühlsebene, mit der wir alle miteinander vernetzt sind. Und das Banker-Gitternetz ist auch mentale Ebene, aber überregional. Und mit Hilfe der Hüter kann man diese Gitternetze so verschieben, dass sie um die Betten herumfließen.
Ja, es gibt viele Arten von alten Gitternetzen. Das sind Kriegsgitternetze, adligen Gitternetze, Militärgitternetze, Kirchengitternetze, Klostergitternetze, die in früheren Zeiten an Festhalten der Macht entstanden sind. Und manchmal liegen Häuser im Bereich dieser Gitternetze. Und dann kann man mit den Kontakt aufnehmen zu den Hütern dieser Gitternetze und sagen, dieses Haus gehört aber nicht mehr dazu, bitte erlass es aus deinem System und dann ist das Haus frei. Neben diesen Gitterlinien gibt es noch die Leylines. Leylines sind Energiebahnen, die Städte, alte Kultplätze und Kirchen miteinander verbinden. Dort, wo sich zwei oder mehrere Linien kreuzen, entsteht ein Kraftort, ein sogenanntes Ley-Zentrum. Beispiele solcher Orte sind die ägyptischen Pyramiden, Stonehenge, die Externsteine oder die Standorte von megalithischen Bauwerken wie Hünengräber, Steinkreise oder Meniere. Die Kreuzungspunkte der Leylines sind Einstrahlungspunkte für die göttliche Energie. Leylines tragen viel Lebensenergie in sich. Dort, wo sie fließt, werden Menschen inspiriert, das Wachstum von Flora und Fauna gefördert. Jedoch können sie durch menschliche Einflüsse, zum Beispiel durch große Betonbauten, unterbrochen werden. Ja, in Karlsminde liegt ein Langbettgrab mit drei Kammern und das liegt auf einer Leyline. Und in jeder Kammer kreuzt sich eine Verbindungsleyline. Und immer wo Kreuzungspunkte sind, dort sind Einstrahlungspunkte. Und die alten Schamanen haben das so angelegt, dass sie, wenn sie in einer begraben werden dort, in einer Grabkammer, wo ein Einstrahlungspunkt ist, dann haben sie direkte Verbindungen ins Valhalla, damit sie das nicht verfehlen können. Aber ursprünglich, vor 7.000, 8.000 Jahren, waren diese Grabkammern keine Grabkammern, sondern Einweihungsräume, in denen die alten Schamanen reingelegt wurden. Dort wurde ein Ritual gemacht, da wurde ein Feuer vor dem Eingang angezündet. Und wenn das niedergebrannt war, dann wurden sie rausgeholt und wenn sie es überlebt haben, waren sie eingeweiht. Das heißt, es ging darum, den Tod zu überwinden. Besuchen wir den Tingplatz in Gulde, einem Hünengrab im nördlichen Schleswig-Holstein. Ein Ort, an dem Recht gesprochen wurde. 12 Männer versammelten sich dort alle 2 Wochen, um über das Weh und Wohl des Dorfes zu entscheiden. Ein Wächterstein steht symbolhaft für den Hüter des Ortes und die Erkenntnis, dass es kein absolutes Recht gibt. Darauf steht in Stein gemeißelt, Wahrheit geht vor Recht. Dort, genau in dem Kreis, in dem sich auch heute noch der Gemeinderat trifft, kreuzen sich 2 Leylines. Hier sind Wahrheit und Liebe im Gleichgewicht. Doch kehren wir noch einmal zurück zum erwähnten Langbettgrab von Karlsminde. Hier nahm Hans wahr, dass es dort einen Feuergott gab, der gebannt war. Ja, Karlsminde, da ist ein Langbettgrab, das ist ein altes germanisches Kultdenkmal. Und da steht ein Baum drauf, in dem eine Feuergottheit wohnt, die Germanen Loki genannt haben. Und die ist mit Ängsten besetzt. Und wenn man die germanische Mythologie liest, dann steht da drin, dass die Feuergottheit mit der Riesin zusammen 3 böse Kinder erzeugt. Einmal die Midgard-Schlange, den Fintreswolf und die Göttin Hel. Alles böse Kinder, aber für mich ist das so, dass die Midgard-Schlange ist für mich die Kundalini-Kraft der Landschaft. Die Göttin Hel ist die Seele, die Unterwelt beseelt und zusammen mit dem Hüter der Unterwelt dafür sorgt, dass alles vergeht. Der Fenriswolf stellt für mich die unbändige Kraft der Natur wahr. Und sehr wertvoll, ohne die könnte die Natur gar nicht wirken. Und deswegen ist es sehr wichtig, diese Kräfte, die da sind, die Göttin mit einzubeziehen, wenn man was arbeitet, den Fenriswolf mit einzubeziehen in der Geomantie, um die Kräfte der Natur zu stärken und die Midgardschlange auch mit anschließen in der Landschaft, dass die Kundalini-Kraft der Landschaft sich entfalten kann. So wie sich die vital-energetischen Kräfte in der Natur manifestieren, gilt dies auch für die geistigen Aspekte. Ja, die geistigen Aspekte, die wir kennen, entstehen aus der christlichen Mythologie und das ist der Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und einer meiner Lehrer, Marko Bogacnik, kommt aus Slowenien und ist katholisch. Und dort gibt es die rote, die weiße, die schwarze Madonna. Und die hat er zur Göttin erhoben. Und die rote Göttin, die kann man so sehen als den Sommer.
So, und die Fülle und die weiße Göttin steht Frühling für Neuanfang und die schwarze Göttin steht für Herbst und Winter, alles wieder vergeht wieder. Und die werden dargestellt in dem Davidstern. Da gibt es einmal das Dreieck mit der Spitze nach oben, das sind drei männliche Aspekte, und das Dreieck mit der Spitze nach unten, das sind die drei weiblichen Aspekte. Es begann in Eckernförde. Seit 2006 bietet Hans dort eine Ausbildung zum Geomanten an. Die Idee dazu hatte damals Ulrich Gappel, Leiter der Impulse-Seminare. Ich habe Hans Ende der 90er Jahre kennengelernt, als er bei uns im Haus war, zu einer Hausheilung. Das hat mich sehr interessiert und dann habe ich bei ihm Seminare besucht, 2004 und 2005 in Dänemark. Zu unserer gemeinsamen Seminartätigkeit kam es, dass Hans eines Tages zu mir kam und sagte, sein höheres Selbst habe ihm gesagt, er solle jetzt Lehrer werden. Und ich war damals am Anfang meiner Organisationstätigkeit für Seminare und habe dann so mehr spaßeshalber erstmal gesagt, dann soll mein höheres Selbst dir dabei helfen, mit dir Seminare zu machen. Und daraus hat sich die Tätigkeit und unsere Zusammenarbeit einfach entwickelt. Schwerpunktmäßig haben wir 11 verschiedene Punkte, die man da besuchen kann. Und das fängt ganz normal an mit Wasseradern, Gitternetze und den Elementarwesen, die Göttin der Landschaft und Chakren und so weiter. Mir macht das sehr viel Spaß und Eckernförde ist einfach ein Ort, wo das sehr gut geeignet ist, weil da die ganzen Kraftpunkte in der Natur sehr nah zusammenliegen. Dabei geht es nicht um das Vermitteln von Buchwissen, sondern um das Trainieren der Wahrnehmung mit dem Ziel, zurück zur Natur und zurück zu sich selbst zu finden. Der Schwerpunkt meiner Seminare ist Learning by Doing, also der Schwerpunkt ist Fühlen. Andere Seminarleiter bieten hauptsächlich das Lernen an, aber das ist bei mir ganz unwichtig. Bei mir ist wichtig, eben das Fühlen zu schulen. Das haben wir nämlich verlernt, weil wir eine kopfgesteuerte Gesellschaft sind. Und das Schwerpunkt ist das Fühlen. Durch die Anbindung an unsere Gefühle erinnern wir uns an unsere Herkunft und können die Verbundenheit mit allem erkennen. Urteile und Verurteilungen lösen sich auf. Bei meinem Seminar ist eben ganz wichtig, den Leuten bewusst zu machen, dass wir in der Dualität leben und uns nur in der Dualität erfahren können. Und dass der eine oder der andere Pol weder gut noch schlecht ist, sondern neutral ist, aber ein Ungleichgewicht zum Bösen führen kann. Und deswegen ist es wichtig, sich von den ganzen Aberglauben zu befreien, dass zum Beispiel das Dunkle ganz schlecht ist und zum Schlechten führt. Das ist aber nicht so, sondern die Dunkle wie die hellen Engel sind ein Teil der Schöpfung, haben aber nicht den freien Willen, so wie wir, sondern sie dienen uns. Das heißt, unsere dunkle Seite ruft die dunklen Engel als Verstärker herbei, unsere helle Seite die hellen Engel als Verstärker, und diese dunklen und wie die hellen Engel können nicht wieder von selber gehen. Und deswegen ist es wichtig, wenn man sie gerufen hat, dass man einfach sagt, danke, liebe dunklen Engel, dass ihr gekommen seid und mich unterstützt habt. Aber jetzt möchte ich gerne meine helle Seite entfalten, deswegen möchte ich euch hiermit in Dankbarkeit entlassen. Dann gehen Sie gerne, dann fühlen Sie sich gewürdigt. Alle Wesen wollen gewürdigt werden und sind ein Teil der Schöpfung. Und nur ein Ungleichgewicht der Dualität führt eben so zum sogenannten Bösen. Wenn man die Dualität überwindet, findet man den Zugang zur eigenen Schöpferkraft. Meine Ausbildung bei Hans hat mich wieder mehr zur Natur zurückgebracht, hat ganz viel bei mir selber in Bewegung gebracht. Ich durfte ganz viele Sachen klären in der Zusammenarbeit mit ihm persönlich, aber auch in dem, was bei jedem Kurs, bei jeder Hausheilung passiert ist. Die Wahrnehmung wurde gestärkt und alles das, was ich bei mir festigen und klären konnte, kann ich im Zusammenhang mit meiner Ausbildung zur geistigen Heilerin auch wieder nach außen bringen, in der Arbeit mit Menschen, mit Häusern, mit Wohnungen, um dort Sachen zu klären, zu reinigen, Energien wahrzunehmen, aufzuspüren und zu gucken, wie kann ich Menschen helfen und unterstützen, sich wieder wohlzufühlen. Die Seminare von Hans sind keine Lehrvorträge. Er bietet einen Selbstfindungsweg, einen Einweihungsweg, damit etwas Neues entstehen kann. Geomantie ist dabei die Grundlage. Die Seminare finden vor Ort statt. In der Natur, an Kraftplätzen, im Wald. In der Gruppe oder in kleinen Teams. Schnell wird das Gelernte in der Praxis erprobt. Hof-, Haus- und Grundstücksreinigungen,
Die Geomanten in Spee schulen hier ihre Wahrnehmungen. Dabei gibt es in diesem Feld kein richtig oder falsch. Bei meiner Ausbildung ist eben wichtig, das Fühlen und dass wir reinspüren in einem Ort in einer Gruppenenergie und uns anschließend austauschen. Da jeder unterschiedlich wahrnimmt, ist es wichtig, dass jeder seine eigene Wahrnehmung schult und herausfindet, was bedeutet dieses Gefühl oder jenes Gefühl, diese Farbe oder jenes Symbol für mich. Für jeden ist es unterschiedlich. Und dadurch lernt man selber seine eigenen Gefühle besser kennen. In meiner Arbeit als Geomantin biete ich Hausheilung, Ortsheilung, Seminare zur Erdheilung an eine offene Geomantie-Übungsgruppe hier in Schleswig an. Das Konzept von Hans nutze ich hauptsächlich für Hausheilung, seine Texte und Gebete. Ich würde mal sagen zu 50%. Den Rest spreche ich frei, so wie es mir für den jeweiligen Ort oder das jeweilige Haus von meiner geistigen Führung eingegeben wird. Nicht nur das Spüren, sondern auch kreatives Handeln ist ein wichtiges Lehrfeld innerhalb dieser Ausbildung. Zum Beispiel die Herstellung von Kosmogrammen. Kosmogramme sind Symbole, welche die Urkraft eines Ortes stärken. Durch Ritzen, Formen, Aufbauen oder Bemalen formt man diese Informationen als Kosmogramm auf eine Tonscheibe. Diese wird anschließend gebrannt und an den Ort gebracht, der die heilende Kraft empfangen soll. Nachdem sich die Geomanten in einen Ort hineingespürt haben, erkennen sie, welche Unterstützung dieser benötigt. Tönen ist eine weitere Möglichkeit, Ortenkraft zu geben. Welches Mittel man zur Heilung auch wählt, bei der Ausbildung erfolgt immer ein Austausch über die eigene Wahrnehmung. Ein Ausbildungswochenende beschäftigt sich mit den Chakren entlang der Schlei, Deutschlands einzigem 42 Kilometer langen Fjord. Von Schleswig bis Kappeln besucht man die Orte an Land. Genau wie bei Menschen gibt es in der Landschaft auch Chakren und die sind meistens so Richtung Norden ausgerichtet. Und die können auch gestört sein. Und wo wir besonders üben, ist eben das Chakrasystem der Schlei. Und da ist das Wurzelchakra dort, wo die Wikinger gewohnt haben, in Haithabu. Und das Scheitelchakra liegt in Schleimünde. Nur Mars Holm und abschließend das Kronenchakra in Schleimünde werden mit einem historischen Schiff besucht. Eine einmalige, erlebnisreiche Reise für alle Teilnehmer. Zum Schluss kommen wir zum Scheitelchakra, Kronenchakra der Schlei. Und wenn wir dort landen, denn der erste Platz, zu dem wir hinkommen, dort ist der Mutterplatz oder die Rote Göttin. Und die Rote Göttin steht für Sommer, für die Fülle. Wie entlang der Schlei gibt es auch auf den Kanarischen Inseln ein Chakrasystem der sieben Hauptinseln. La Gomera, wohin Hans eine Pilgerreise anbietet, steht dabei für das zweite, das Feuerchakra. Die Insel La Gomera wurde vor 11 Millionen Jahren aus dem Atlantik geboren und in Lava gegossen. Sie ist die zweitkleinste Insel der Kanaren, etwa 300 Kilometer von der afrikanischen Küste entfernt. Manche sehen in ihr eine Verbindung zum sagenumwobenen Atlantis. Und so mystisch sind auch die Berge, wie hier der Roque de Argando mit seiner Höhe von 1251 Metern. Einmal im Jahr, im Frühling, lädt Hans zu einer Pilgerreise ein. Einer Reise zur Selbstverwirklichung. Menschen pilgerten schon immer und verstehen es als einen tief spirituellen Prozess der Demut. Sie pilgern zu den heiligen Plätzen, nicht von den Menschen oder gar von einer Institution gemacht. Es sind die heiligen Plätze der Erde.
Einige sind zwar gekennzeichnet, zum Beispiel durch Kirchen oder Kapellen, Weihestatuen oder den Überresten alter Kultplätze. Doch das ist nicht Voraussetzung. Denn es sind die Chakren, die Energiepunkte, die Leylinien, welche Kraftorte auszeichnen. Es sind die Plätze, an denen die Erde den Geist besonders verkörpert. Pilgern ist das Hinterlassen von Fußspuren des Lichts, die sich zu einem Pfad des Lichts verdichten. Sie verbinden Himmel und Erde. Hans drückt es so aus: Ein Pilger ist jemand, der ein Anliegen, einen Wunsch hat, der sich Heilung wünscht, aber sich bewusst ist, dass er sie selbst nicht herbeiführen kann. Ein solcher Ort, wo nur Bitten und Danken zählt, ist die Fortaleza. Ein 1241 Meter hoher Tafelberg. Auf seiner Hochebene befindet sich eine heilige Steinspirale. Die Spirale, ein Symbol für den ewigen Kreislauf des Lebens, das bei den Guanchen besonders geschätzt und verwendet wurde. Der Weg durch die Spirale verbindet die Pilger mit den Quellen der Erde und des Kosmos. Intuitiv erschließen sich die Prinzipien von Kraftfeld und Energiefluss. Dann sind wir 2006 im Oktober hierher geflogen und haben mit anderen Geomanten die Insel erkundet und haben gesehen, dass hier schöne große Kraftplätze sind und dass diese Insel eine von sieben Inseln ist und den Chakren entspricht. Und hier wäre zweites Chakra-Element Feuer. Und dann gibt es auf der Insel noch zwei große Kraftpunkte, den urmännlichen und den urweiblichen Kraftpunkt. Und sehr stark sind diese Kraftpunkte deswegen, weil hier junge Erde ist, Vulkaninsel ist und hier noch nicht so viele Kulturen gewesen sind, die die Kraftpunkte zudecken. Frieden ist das Ergebnis von Balance. Kein Aspekt darf dabei ausgeschlossen oder bekämpft werden. Wenn alle Kräfte ihren richtigen Platz eingenommen haben, kann Liebe, Vertrauen und Kraft wirken. Auf La Gomera, so sagt man, ist die Welt der Realität eine größere Illusion als die Welt der Träume. So sind auch die Wanderpfade eher Traumpfade vergangener Zeiten. Wie die Guanchen, die Altkanarier, wandern die Pilger auf schmalen Wegen aus rotem und gelbem Aschetuff, poröser Lava und Basaltgeröll. Über Berge, durch Schluchten, über Bachläufe. Hans führt die Teilnehmer zu besonderen Orten, an denen sich die Kräfte der Elemente inner und außerhalb erfahren lassen. Außerdem lehrt er, wie man die seelischen und geistigen Kräfte in sich selbst und in der Landschaft wahrnehmen und harmonisieren kann. An sorgfältig ausgesuchten Kraftplätzen hilft die unverbrauchte Energie der Insel bei der eigenen Weiterentwicklung. Die Wege zu den Orten sind alte Hirtenwege, nicht die Straßen der Sklaventreiber. So nennt man dort die geraden Schneisen, für die erbarmungslos gerodet und asphaltiert wurde. Ziel ist die Wandlung des Bewusstseins oder genauer die Selbsterkenntnis und Balance durch Geomantie. Am Ende der Reise ist keiner mehr, wie er vorher war. Sie sind gesammelt in ihren Herzen, verwurzelt mit der Erde, verbunden mit dem Segen des Himmels. Im Gegensatz zu den als Urlaubsparadiesen bekannten Inseln Gran Canaria, Lanzarote, Teneriffa und Fuerteventura hat La Gomera ein ganz anderes Flair. Hippies, junge Aussteiger, Heiler, Biobauern und Künstler schauen aus den tiefen Schluchten und von den kargen Bergen auf die Weite des Atlantiks. Hans und seine Gruppe werden auf La Gomera sehr geschätzt, wie zum Beispiel von der legendären Donna Efigenia. Bei ihr bekommt die Gruppe das berühmte Gorfio, ein altkanarisches Gericht aus geröstetem Maismehl. Sonja Lang lebt und arbeitet seit langem auf Gomera. Auch sie hat ein Seminar besucht.
Ich habe Hans kennengelernt schon vor vielen Jahren auf dem Markt. Da kam er immer auch am Sonntag und hat dann eine Wanderung gemacht. Eine kleine Wanderung durchs Tal, und das, was mich da beeindruckt hat, waren die Verbindung zu den Bäumen und zu den Hütern, die in den Bäumen wohnen. Und das hat mich bewogen, dann auch mal ein Seminar mitzumachen. Seitdem habe ich einfach einen anderen Blick auf die Landschaft, wenn wir durch die Natur gehen. Was neu war für mich auch dieses Fragen, wenn Plätze betreten werden, Bereiche sich öffnen oder auch zu spüren, wenn Bereiche verschlossen bleiben wollen, da eben nicht hinzugehen. Das fand ich sehr spannend, und auch in meinem persönlichen Bereich, also dass ich anders umgehe mit dem, was in, zum Beispiel bei mir zu Hause auch früher passiert ist, was hat es für eine Geschichte, die Hüter von unserem Haus, auch in unserem Laden, was ist da los, auch eine energetische Reinigung, die dann passiert ist, eine Harmonisierung, und das hat sich hier und auch zu Hause bemerkbar gemacht. Neu und wichtig war für mich auch das Kennenlernen von höher geordneten Wesen, die zum Beispiel das Valle Gran Rey hüten oder auch das ganze Tal oder die ganze Insel, Landschaftsengel, die einfach zuständig sind, an die ich mich wenden kann, wenn hier Dinge passieren, die vielleicht nicht so erfreulich sind in Bezug auf Umweltschutz oder Bebauung, ja, dann kann ich einfach da mich hinwenden oder ja, einfach damit arbeiten, ja, und damit sein. Und das war für mich neu. Emotion ist Energie in Bewegung. Auf der körperlichen und seelischen Ebene haben sich die Pilger auf Neues hin bewegt. Diese Veränderungen werden dann abends nach einem erfrischenden Bad im Atlantik ausgetauscht. Die Teilnehmer sitzen an der Mole von La Playa, an der Atlantikküste des Val Gran Rey, dem Tal der Könige. Sie genießen den wunderschönen Sonnenuntergang und lassen den Tag bei Pizza und Wein ausklingen. Bei dem Sonnenuntergang entsteht im Moment des Verschmelzens von Himmel und Erde eine göttliche Kraft. Sie beschützt den Betrachter auf seiner Reise durchs Leben. Und genau so fühlt es sich an. Und Abora, der Gott der Guanchen, setzt wie ewig die Sterne in Bewegung. Neben der Ausbildung und der Pilgerreise ist die Hausheilung eines der Hauptarbeitsgebiete von Hans. Welches Haus ist ein Heim? Wo schläft es sich gut? Wer hat schöne Träume? Wo streitet man sich konstruktiv? Wo lebt es sich in Harmonie? Wo juchzt die Freude? Wo leben die Kreativen? Welches Geschäft blüht? Warum ist dieses Restaurant immer voll? Warum hat man bei diesem Zahnarzt keine Angst? Geomanten wie Hans können zur Hausreinigung gebeten werden. Er reinigt auch sehr stark gestörte Häuser von energetischem Smog, die durch Gewalt, schwere Unfälle oder Krankheiten belastet sind. Ungleichgewichte, alte Geschichten, Geister, Ekel oder Druckgefühle werden entfernt. Technische Strahlen und schädliche Erdstrahlungen werden neutralisiert. Wenn Hans zu einer Hausheilung gerufen wird, beginnt er meist draußen in der Landschaft, die das Haus umgibt. Er nimmt Kontakt auf zu den Hütern des Gartens, des Hauses und der Bäume. Kleine Gaben wie Kekse sind da sehr willkommen, denn die energetischen Kräfte wollen gewürdigt werden. So schadet etwa der Efeu den Bäumen nicht, denn dieses zeigt uns die Anwesenheit des Hüters. Deshalb sollte man es auch nie abschneiden oder entfernen. Dann wendet sich Hans dem Inneren des Hauses zu. Geomanten dürfen tätig werden, wenn sie vom Eigentümer gerufen werden. Also wenn der Hausgeist krank ist, das Haus gestört ist, dann freut er natürlich, wenn ein Geomant kommt, das Haus reinigt und die Energie in Gleichgewicht bringt. Und auch der Grundstückshüter freut sich. Und sie fühlen sich vor allem gewürdigt, dass sie endlich wahrgenommen werden.
Ich werde oft gerufen, weil Leute in einem Haus wohnen und es nicht aushalten können, weil da so viel Elektrosmog ist. Wir Geomanten haben aber dafür eine Lösung, weil in einem Haus die technischen Geräte, die im Haus sind, wir sehen die als beseelt an und die sind nur nicht angeschlossen an die LFI-Elemente. Und wir müssen angeschlossen werden und dann kann man die Hüter von Erde, Wasser, Feuer, Luft bitten, die Technikwesen, also die Elementarwesen, die in den Geräten sind, an ihr Kraftsystem anzuschließen und harmonisch einzugliedern. So ein Haus kann sehr stark gestört sein durch unterschiedliche Probleme, die da auftauchen. Einmal durch Konflikte, die im Haus sein können, einmal durch Technik, einmal durch Ungleichgewichte, Elemente. Oder durch Friedhofslinien durch ein Hausloch durchlaufen können. Also viele Arten von Störungen gibt das. Und wir Geomanten haben da immer Möglichkeiten, diese wieder zu lösen. Ja, also ein Geomant kann eine Wasserader entstören, indem er zum Beispiel den Wassergott bittet, alle Wasserwesen und den Hüter der Wasserader an das Kraftsystem des Wassers anzuschließen und harmonisch in das Kraftsystem des Hauses einzugliedern. Oder wenn es sich um elementare Linien handelt, bittet man die Hüter der vier Elemente, alle vier Elemente ins Gleichgewicht zu bringen. Und manchmal schließt sich nach einer Hausreinigung noch ein sehr intensives Gespräch mit einem Bewohner an. Er hilft, persönliche Fragestellungen zu lösen. So kommt auch bei den Menschen wieder vieles in Fluss. Auch an öffentlichen Orten kann ein Geomant tätig werden. So bittet Hans zum Beispiel an Unfallschwerpunkten um Heilung und kann diese so harmonisieren. Viele der von Hans ausgebildeten Geomanten treffen sich in offenen Gruppen, um an öffentlichen Plätzen zu arbeiten. Wem La Gomera zu weit ist oder die Ausbildung zu lange dauert, hat auch die Möglichkeit, die Arbeit von Hans in einem einwöchigen Seminar in Dänemark kennenzulernen. Dänemark hat eine ganz besondere Bedeutung für Hans. Dort durfte er den ersten Ostseeengel sehen. Dies veranlasste ihn, sich dem Bereich der Erdheilung zuzuwenden. Ja, die Ostseeengel helfen uns nur dann, wenn wir sie darum bitten. Das heißt, sie mischen sich nicht unseren freien Willen ein. Und deswegen bin ich damals mit der Flensburger Geomantiegruppe zu den Ostseengeln gefahren und habe die Engel gebeten, mit Hilfe der Gruppe jetzt uns Menschen zu helfen und haben sie dort verankert. Das heißt, diese Engel brauchen einen Vermittler, einen Baum oder eine Skulptur oder einen Turm, mit dem man sie verbindet. Und dann können sie erst in die Materie reinwirken. Und andere Leute, die bei mir gelernt haben, machen das Gleiche und fahren jetzt immer weiter Richtung Polen, sodass irgendwann die Hoffnung besteht, dass um die ganze Ostsee herum alle Ostseeengel angeschlossen sind und dadurch die nächste Hochkultur entstehen kann. Dies ist eine wunderschöne Arbeit, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass jeder Engel auch eine andere Qualität mitbringt. Der eine mal männlich, mal weiblich. Der eine hat eine sanfte Energie, der andere eine starke Energie. Und das ist eine besondere, erfüllende Arbeit. Seit April 2018 gibt es eine weltweite Energieerhöhung, welche uns jetzt ermöglicht, die Lichtengel aus dem Lichttempel der Ostsee einzuladen und anzuschließen, und zwar über die Karte. Ich gehe dann mit meiner Route und meinen Fingern über die Karte und spüre, wo sie hinwollen, und mache dann das Ritual. Während meiner Ausbildungszeit habe ich noch etwas sehr Wichtiges gelernt, und zwar, dass meine Hochsensibilität nicht nur eine Belastung sein muss, sondern auch eine Begabung ist, ein Gottesgeschenk. Das hat meine berufliche Laufbahn sehr verändert. Und so biete ich seit Mai 2016 energetische Hausheilung an, leite eine offene Geomantiegruppe in Lübeck und biete Tagesseminare und einzelne individuelle Geomantiespaziergänge an. Ich bin dem Leben und dem Schicksal dankbar, dass ich der Geomantie und Hans Hansen begegnet bin. Die Erde baut Brücken für uns, damit wir zur Einheit kommen. Stehen wir schon auf der Brücke? Verstehen wir jetzt schon ein wenig die Sprache der Erde? Lasst uns die Probe aufs Exempel machen. Im Jahr 2017 bekam Hans die Botschaft: Hans, mach den Film, damit die Menschen lernen, damit die Menschen wissen, damit die Menschen handeln. Die Menschen, die so wichtig sind.
die Menschen, die ich so sehr liebe.